Hallo und willkommen zurück. Heute kommen wir zu einem Thema, das tatsächlich nicht nur, wenn aber auch überwiegend die Frauen betrifft, und zwar kalte Füße. Was kannst du gegen kalte Füße tun? Das erklären wir dir jetzt. Ist die Umgebungstemperatur zwar hoch genug, du leidest aber trotzdem unter kalten Füßen, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass deine Eigenwärmeproduktion zu gering ist. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass du eine relativ geringe Muskelmasse hast oder beispielsweise einfach nur einen relativ niedrigen Blutdruck. Klar, das Naheliegendste, um hier Abhilfe zu schaffen, sind entweder dicke Socken, eine Wärmflasche, auf die du die Füße stellen kannst, oder auch warme Schuhe mit dicken Sohlen. Außerdem, und das wird häufig zur Nacht empfohlen, gibt es bestimmte Wärmecremes, die zum Beispiel Arnika enthalten oder eben auch Cayennepfefferextrakt, natürlich in viel geringerer Dosierung als die typischen Rheumacremes, der Effekt ist aber der gleiche. Sie haben eine durchblutungsfördernde Wirkung und wärmen damit deine Füße. Ein heißer Tipp ist im wahrsten Sinne des Wortes ein frisch gekochter Tee. Wir empfehlen dir vor allem Kräutertees, die eben nicht nur warm sind, sondern durch ihre Inhaltsstoffe auch eine kreislaufanregende Wirkung haben. Hier bieten sich vor allem Ingwer- oder Rosmarintee an. Aber auch schwarzer Tee oder Kaffee sind durch ihren Koffeingehalt bestens geeignet, um deinen Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Der dritte Tipp, den wir dir ans Herz legen möchten, sind Wechselbäder. Warum Wechselbäder gut funktionieren können, gerade bei chronisch kalten Füßen, möchten wir dir kurz erklären. Unsere Blutgefäße, auch die in den Füßen, sind von einer feinen Muskulatur umgeben. Diese Muskulatur ist dafür zuständig, die Adern entweder weit zu stellen und damit den Blutfluss zu erhöhen oder zu verengen und damit den Blutfluss abzuschneiden bzw. zu verringern. Der Hintergrund ist ein Regulierungsmechanismus, der dafür zuständig ist, dass unser Körper nicht unnötig viel Wärme verliert. Wenn diese Regulation jetzt nicht mehr richtig funktioniert und die Blutgefäße nicht mehr weitgestellt werden, dann führt es dazu, dass beispielsweise der Blutfluss in deinen Füßen zu gering ist und damit auch nicht mehr genug Wärme in deine Füße transportiert wird. Das Schöne ist, wie jede Muskulatur kannst du auch diese Muskulatur trainieren. Und das geht, Herrn Kneipp sei Dank, mit Wechselbädern. Du benötigst dafür zwei Eimer oder zwei große Schüsseln, in die du jeweils beide Füße stellen kannst. Nun füllst du eine dieser Schüsseln mit warmem Wasser, so ca. 36 bis 38 Grad, und die andere mit kaltem Wasser, 15 bis 18 Grad. Nun tauchst du beide Füße zuerst in das warme Wasser, bis sich beide Beine angenehm warm anfühlen. Danach wechselst du zur Schüssel mit dem kalten Wasser. Hier lässt du deine Füße für ca. 10 Minuten drin stehen. Danach wechselst du wieder zum warmen Wasser und so weiter. Diese Prozedur wiederholst du ca. 5 Mal. Danach trocknest du deine Füße ab, erwärmst sie vielleicht noch einmal mit einer Fußmassage und ziehst warme Socken an. Den vierten Tipp, den wir für dich haben, haben wir eben schon angedeutet, und zwar geht es um Fußmassagen. Auch diese helfen bei kalten Füßen Wunder. Du nimmst hierfür beispielsweise einen Igelball zur Hilfe oder als andere Möglichkeit geht auch eine Ölmassage. Hierzu massierst du ein wenig warmes Kokos- oder Arnika-Öl mit sanftem Druck in die Fußsohlen ein. Das regt die Durchblutung an und lässt deine Füße wieder angenehm warm werden. Außerdem ist das eine hervorragende Hautpflege. Danach schlüpfst du in deine warmen Baumwollsocken. Außerdem, und das ist der fünfte Tipp, gilt für deine Füße das gleiche wie für deinen gesamten Körper. Bewegung erzeugt Wärme. Hast du schon einmal Fußgymnastik ausprobiert? Die Fußübungen sind hinreichend diskret, sodass du sie auch am Arbeitsplatz unter dem Schreibtisch wunderbar ausführen kannst. Ungefähr 5- bis 10-minütige Strecken und Dehnen der Zehen, genauso wie das Kreisen der Fußgelenke oder das Anwinkeln und Abklappen der Füße, wärmen kalte Zehen schnell wieder auf. Auch ein super Tipp, ein paar Mal auf- und abhüpfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war auch der ein oder andere Tipp für euch mit dabei, respektive für eure Freundin. Abonniert gerne den Kanal, ihr unterstützt damit das Projekt Gesund bleiben, damit wir noch ein bisschen weiter wachsen können, wenn man auf die Abonnentenzahlen guckt. Und zum anderen abonniert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Viel Spaß!